Europa League Champion Atletico Madrid bezwingt Champions League-Sieger Real Madrid im UEFA Supercup in Tallinn in Estland mit 4:2 nach Verlängerung. Der Außenseiter erwischt einen Traumstart und geht durch Diego Costa bereits in der ersten Minute in Führung. Real dreht die Partie durch Tore von Benzema, 27. und Ramos, 63. Elfer, doch Costa bringt Atletico in die Verlängerung, 79. Dort sorgen Saul per Traumtor, 99. und Koke, 104. für Atleticos dritten Supercup-Titel nach 2010 und 2012. Real verdaute frühen Schock. Atletico gelang wahrlich ein Traumstart in der nur 10.000 Zuschauer fassenden Lecoq Arena der estnischen Hauptstadt. Diego Costa legte sich den Ball selbst mit dem Kopf vor und überraschte Real-Tormann Navas danach aus Spitzenwinkel, 1. Der Schock beim zweifachen Titelverteidiger verflog allerdings schnell, die Mannschaft war rasch tonangebend und kam in der 17. Minute durch Asensio zur ersten großen Chance. Für den verdienten Ausgleich sorgte in der 27. Minute Benzema, der nach herrlicher Vorarbeit per Flanke über rechts von Gareth Bale sein Köpfchen richtig hinhielt. Nur kurz darauf, 29. verpasste Marco Asensio nach Ballverlust auf gegnerischer Seite die Möglichkeit auf die Führung für das Team des neuen Realtrainers Julen Lopetegui, der wegen seines Engagements in Madrid vor der Fußball-WM in Russland als Teamchef der spanischen Nationalmannschaft gefeuert worden war. Entscheidung in der Verlängerung. Zu Beginn der zweiten Hälfte ging die Partie mal kurz in den Sommermodus, ehe ein klar zu ahndendes Handspiel von Atletico-Spieler Juan Fran im Strafraum Real einen Elfmeter bescherte. Da der bisherige Standard-Elfmeterschütze Ronaldo nicht mehr zur Verfügung stand, trat Ramos an und verwertete zum 2:1, 63. Atletico war nach seinem Blitzstart nun stark unter Druck. Trainer Diego Simeone konnte nicht eingreifen, er saß wegen einer Sperre aus der vergangenen Saison nur auf der Tribüne und wurde von German Burgos an der Linie vertreten. Das sollte es in Tallinn aber noch lange nicht gewesen sein. Mit der ersten echten Chance im zweiten Durchgang und nach Fehler von Marcelo gelang Atletico der Ausgleich zum 2:2. Erfolgreich war erneut Diego Costa, 79. Die Vorarbeit hatten Juan Fran und der für den blassen Antoine Griezmann eingewechselte Angel Correa geleistet. Mit diesem Spielstand ging das Match in die Verlängerung, in der Atletico mit zwei sehenswerten Treffern schon in der ersten Hälfte alles klar machte. Saul Niguez nutzte Fehler auf Realseite eiskalt aus und donnerte den Ball aus 15 Metern ins Netz, 98. Koke freute sich nach Vorarbeit von Diego Costa über seinen Treffer zum 4:2, entstand 104. Eine gute Modric-Möglichkeit, 114. kam für Real zu spät. Textquelle Urheberrecht Laola 1.at/APA/ATP 1000 Dominic Thiem muss Start in Cincinnati absagen zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count Kommentare. Rechtliche Hinweise: Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.